Hallo und herzlich willkommen zu dem kleinen Champion Ausblick, zu dem kleinen Fakten- und Theorie-Video zu Talia. Oder Talia, je nachdem, wie man sie nennen will. Es wurde gerade eine kleine Geschichte bekannt gegeben und eine relativ große Geschichte, in der dieses Bild hier quasi im Mittelpunkt steht. Ein kleiner Lore-Ausblick zu dem neuen Champion und das wird wohl eine Steinmagierin. Ich habe dazu ein kleines Reaction-Video gemacht, das ich noch zusammenschneiden werde, aber ich wollte jetzt ja erstmal diese Fakten kurz und knapp und meine Theorien dazu gebündelt rausbringen und ihr könnt euch gerne die lange Version auch noch angucken, die ich dann unten verlinke. Fassen wir erstmal zusammen, wer ist denn Talia überhaupt? Wo kommt sie her? Was macht sie? Also wir gehen ein bisschen auch auf die Lore ein, weil wir haben ja eigentlich nur Lore, aber es gibt auch ein paar Spekulationen. Also, sie kommt ursprünglich aus Shurima, hat anscheinend Kräfte, um Sand und Steine zu kontrollieren und beziehungsweise Sand weiß man nicht, aber er kann diesen nicht wirklich kontrollieren und deswegen ist sie aus Shurima gegangen nach Noxus, weil ihr da angeboten wurde, dass man sie unterrichte und dass man ihr beibringe, wie man ihre Kräfte denn, wie sie ihre Kräfte fürs Gute, fürs Richtige benutzen kann. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil Noxus, die wollen einfach nur kaputt machen und alles invadieren und zerstören. Und so ist es dann auch gekommen, dass sie bei der Invasion von Noxus auf Ionia da desertiert ist. Also sie ist geflohen vom Heer, sie wollte da nicht mitmachen. Und ist dann, während sie geflohen ist, in Ionia auf Yasuo getroffen, der eigentlich auch gerade auf der Flucht war. Yasuo, wie die Ionier alle so sind, natürlich hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und ist von nun an ihr Lehrmeister, der ihr zeigen möchte, wie sie denn mit ihren Kräften umgehen kann. So kommt es dann auch, dass die beiden mal zusammen kämpfen. Also gemeinsam, Seite an Seite. Und da gehe ich gleich noch drauf an, aber bei diesem Kampf und auch bei einem kleinen anderen Kampf, wo sie gegen ein Tier aus der Umgebung kämpft, gegen einen Schneelöwen, wendet sie ihre Steinkräfte an. Und daraufhin, schon mal als Ausblick, kann man so ein bisschen drauf schließen, was sie denn für Skills hat, was sie denn kann. Also wirklich jetzt nicht nur lore-relevante Sachen, sondern tatsächlich Gameplay. Und ja, also in den Kämpfen wendet sie so ein bisschen so Sachen an und da habe ich einfach versucht, mal so ein bisschen mit den Gedanken rumzuspielen, was könnte sie denn machen? Wie könnte sie im Endeffekt aussehen? Zumindest kommen wir jetzt zu der ersten Theorie, beziehungsweise das ist ja relativ fest, dass sie wohl ein Steinmagier ist, der Stein kontrollieren kann und Stein als Waffe benutzen kann. Gerade die Magier-Thematik wäre eigentlich ziemlich passend, weil ich meine, das jetzt ist quasi so der erste Teaser. Wenn wir jetzt mal den Ausblick nehmen, dass nächste Woche das Mage-Update kommt, würde das dann zum Mage-Update, ich meine dann halt noch 2, 3 Wochen oder sowas, passend ein neuer Champion kommen. Also und passend dazu wahrscheinlich dann auch einer, der gleich mit den neuen Items und sowas anfangen kann und auch mit der neuen Mage-Meta, die dann vielleicht entsteht. Also ein Magier wäre so meine Theorie und auch meine Hoffnung tatsächlich, dass es einfach ein Magier ist. Ich hoffe einfach wirklich darauf, auch wenn der letzte Champion Aurelion Sol eigentlich auch schon ein Magier war, aber so cool er auch ist, spielt ihn eh keiner. Also von daher, ne? Ja, deswegen, das ist eigentlich soweit klar, dass sie irgendwie ein Magier ist, aber was für eine Spielform sie dann haben kann, sie kann auch genauso gut ein Support sein irgendwo. Ja, das. Mal sehen. Ich bin gespannt. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Der nächste Punkt ist, dass sie als Waffe tatsächlich auch eine Schleuder benutzen könnte. Denn es ist so, dass sie in der Geschichte mehrmals wohl eine Schleuder hat, die sie immer wieder als Waffe benutzt. Und damit Steine verschießt. Und theoretisch könnte es dann auch sein, dass sie jetzt Steine verschießen kann und die dann wieder zurückholen kann oder damit irgendwas anfangen kann, was auch immer. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, da es wäre so eine Anfangswaffe ist und sie die dann wahrscheinlich zugunsten ihrer neuen Kräfte einfach nicht mehr benutzen wird, weil ganz im Ernst ist eine Schleuder, mit der hat sie schon in der Geschichte nicht viel ausrichten können, ja? Deswegen, also wahrscheinlich nicht, aber ich wollte es mal erwähnen. Und bevor wir jetzt zu den konkreten Skill-Vermutungen kommen, noch eine kleine Sache, und zwar Yasuo spricht mehrmals ein Thema an oder ein Zitat an, Schöpfung und Zerstörung, beides kann nicht ohne einander existieren. Und er sagt es ja auch beim Abschied nochmal, dass sie diese Balance dazwischen wahren soll und dass sie daran denken soll, Schöpfung und Zerstörung. Also könnte man jetzt darauf kommen, vielleicht, dass es so ein Make-and-Break-Champion ist, der also wirklich irgendwelche Sachen aufbaut, irgendeine Säule, was auch immer, so wie Trundle seine Eissäule und die dann aber wieder kaputt macht und dadurch irgendwie Damage macht oder was auch immer. Also der wirklich durch zwei Phasen, also durch etwas aufbauen, was erreichen kann und durch das Zerstören wiederum. Kommen wir jetzt aber wirklich zu den festen Theorien oder Vermutungen für ihre Spells. Was könnte sie denn wirklich können? Schön formuliert natürlich, aber ja. Und zwar einmal benutzt sie oder öffnet sie den Boden, beziehungsweise lässt scharfe Steine aus dem Boden hervorschießen.
Und da musste ich sofort tatsächlich an die Zyra Q denken, also an so, wie sie jetzt noch ist, die in dem Kreis, aber auch an die neue Zyra Q, das irgendwie, wer weiß, ich meine, wäre ein bisschen seltsam, aber so ein Spell ist ja nie verkehrt. So ein kleiner AOE-Spell, der mit einer kleinen Verzögerung oder sowas Damage macht und vielleicht halt auch slowed, weil Steine, ne, oder was auch immer. Ja, das ist jetzt so die erste Vermutung, weil das hat sie halt, wie gesagt, ich beziehe mich jetzt hier auf Sachen, die sie in der Lore, in der Geschichte gemacht hat und versuche daraus zu schauen, was es denn für Spells sein könnte, abzuleiten. Das nächste ist definitiv wahnsinnig spannend, weil Yasuo da quasi mitgemacht hat und einen Spell, den wir kennen, eingesetzt hat. Und das ist halt auch so ein Schlüsselpunkt, wo man sagt, alles klar, die Charaktere benutzen ihre Fähigkeiten quasi in der Lore. Also das, was sie auch im Spiel können. Denn es ist so, dass Talia eine Erdplatte oder den Boden angehoben hat und jemand, der darauf war, quasi hochgeworfen hat. Also ein Knock-up schon mal, ja? Das heißt, also auch HCC könnte am Start sein. Sie hat einen Knock-up vielleicht. Und auf diesen Knock-up hat Yasuo reagiert und hat den Typen, der dann in der Luft war, erstmal richtig kräftig zerschlitzt. Also seine Ultimate eingesetzt. Das heißt wirklich, Yasuo hat hier seine Ultimate eingesetzt auf einen Knock-up. Was halt wirklich ziemlich stark dafür spricht, meiner Meinung nach. Außerdem ist es so, dass sie sich, wie wir wirklich passend hier auf diesem Bild sehen können, sich mit Hilfe von Erde fortbewegen kann. Sie hat in der Geschichte ein bisschen, also neue Kleidung auch teilweise bekommen und darunter auch so eine Ionia-Gewand mit so langen Ärmeln, was wir hier sehen, diese komischen Dinger da an den Ärmeln. Und da hängen jetzt auch noch Steine dran. Das Ganze sieht ein bisschen vogelmäßig aus. Jetzt kommen wir also zu zwei Theorien. Entweder ist es wirklich so, wie es hier auf dem Bild ist, dass sie quasi auf Stein surfen kann, dass sie diese Wellen macht und dann darauf surft so ein bisschen und sich da fortbewegen kann. Vielleicht, ja, irgend sowas. Sowas so ein bisschen wie die Aureon Sol-E vielleicht. Dass sie wirklich so lang fahren kann, schnell eine bestimmte Strecke abfahren kann oder was auch immer. Und vielleicht dadurch auch Terrain versperren kann. Weil das auch das findet in der Geschichte statt. Wäre super spannend. Dann zu dieser Thematik noch passend, wirklich auch mit ihren komischen Dingern, was sie da an den Ärmeln hat, wird sie von Yasuo mehrmals als Vogel, also als Sperling bezeichnet. Aber Yasuo hat halt so einen Tick mit Vögeln, okay. Außerdem heißt er, ist der ja schon im Titel Vogel mit drin. Und tatsächlich nicht nur von Yasuo, sondern irgendwie auch so ständig in der Geschichte sieht man das Wort Vogel. Also ständig sind irgendwelche Anspielungen auf Vogel. Also ja, das würde ich jetzt einfach mal nicht unbedingt als Fliegen oder was auch immer, aber ich würde das als kleinen Indikator dafür sehen, dass sie doch recht mobil werden könnte. Zu guter Letzt schauen wir uns noch eine Klitzekleinigkeit an, und zwar, dass sie den Boden öfter mal quasi aufgeteilt hat, den Boden aufgerissen hat, den Boden unter den Füßen ihres Feindes, ihres Ziels einfach hat wegbrechen lassen. Also, und selbst da, wenn man da jetzt weiterdenkt, könnte das vielleicht ein Stun sein oder so, wo jemand einfach so eine Felsspalte oder sowas, eine Erdspalte unter dem Ziel aufreißt und der da drin kurz stecken bleibt oder was auch immer. Ja. Mein kleines Fazit also. Ich hoffe, das Ganze war irgendwie flüssig. Ich bin wahnsinnig gehypt. Ich finde dieses Bild unfassbar cool. Ich finde die Lore wahnsinnig cool. Wenn ihr an der Lore interessiert seid, schaut euch auch die anderen Videos dazu an. Vielleicht mache ich auch ein kleines Hörbuch dazu. Und ja, ich denke, es könnte ein Champion werden, der doch recht mobil ist, aber auch HardCC zur Verfügung hat. Mindestens halt den Knock-Up, den ich für sehr, sehr wahrscheinlich halte. Vielleicht aber halt auch den einen oder anderen Slow oder einen Stun. Ja, aber das sind alles natürlich nur Theorien, sind meine Vermutungen. Schreibt eure Theorien, falls ihr die Geschichte schon gelesen habt, gerne mal in die Kommentare. Oder was ihr von dem Champion haltet, was ihr von dem Teaser haltet. Ich bin wahnsinnig gehypt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.